Leute, herzlich willkommen bei Persisch Kochen mit Reza. Heute fahre ich wieder nach der Stadt Shiraz, meine Geburtsstadt, und koche ich für euch ein ganz leckere Kufta. Kufta Hulu, das bedeutet eine so Hackfleischbällchen, die sieht aus wie Pfirsich und dadurch man sagt Kufta Hulu. Und wahnsinnig lecker, man kann mit Brot essen oder mit Reis dazu. Und ich habe ein bisschen Veränderungen, in der Soße mache ich Aprikose und Möhren weiter. Kufta Hulu braucht Hackfleisch. Hackfleisch habe ich 800 Gramm, dann habe ich ein Ei, 3 Esslöffel Kichererbsenmehl, 2 Esslöffel Tomatenmark, 2 Möhren, ein großes Zwiebel, ein Ei, 2 Esslöffel Joghurt, Salz und Pfeffer und Safran. Für die Soße brauche ich natürlich Zucker und Limetten. Jetzt habe ich meine Zwiebel und Möhren gerieben, ganz fein, und versuche ich den Wasser für die beiden wegnehmen. Das bedeutet in ein Sieb und drücke ich bis dem Wasser rausgeht, und dann gebe ich in Hackfleisch hier. Ich zeige jetzt nicht weiteres, aber seht ihr, wie Saft rauskommt. Da musste in dem Hack kein Wasser sein. Seht ihr den Saft von dem Möhren? Und jetzt mache ich genauso mit Zwiebel auch. Schüssel gewechselt, weil das brauche ich größere Schüssel. Okay, jetzt gebe ich dem schwarzen Pfeffer ein Teelöffel gewesen und ein bisschen von Salz und dann probiere ich, wenn brauche ich. 3 Esslöffel hier dem Kichererbsenmehl und ein Ei. Und meine Joghurt. Dann muss ich 15 Minuten kneten. Jetzt kneten. Bis richtig glatte Maße wird. Und dann mache ich Bälle wie 40 große. Und dadurch nennt man Hulu. Der Portugalu, das ist bei uns ist bekannt. Das bedeutet Pfirsich springt in meine Hals. Das ist ein Witz. Besonders wenn eine Frau hübsch ist, man sagt, das ist eine Hulu. Dann weißt du jetzt oriental, wie mit Frauen umgehen. Okay, die 15 Minuten kneten schon durch. Jetzt mache ich Bällchen. Bällchen große wie eine Pfirsich. Bisschen Wasser hier und dann nehme ich so und richtige Kugel. Diese große ist wie ein Pfirsich und dadurch nennt man Kufta Hulu. So. Wenn fertig ist, bedecke ich mit Folie und lasse ich ein paar Stunden im Kühlschrank belegen. Und dann zeige ich, wie weiter. Das sieht so aus. Und jetzt werde ich mit Folie oder Frischhaltefolie bedecken und in den Kühlschrank für ein paar Stunden lassen. Und dann brate ich in eine Pfanne. Für meine Kufta Hulu versuche ich eine Soße zu machen. Meine 100 Gramm Zucker. Manchmal machen 150, je nachdem, was ihr möchtet, süß oder säuerlich sein. Limette habe ich entsaftet und kippe ich auch rein. Und versuche ich den Zucker zu lösen. Und hier gebe ich auch die Tomatenmark rein. Thank you.
dann habe ich diese hier, den Möhrensaft auch. Das ist ein Stück von dem Möhren gewesen, keine Abfall. Nicht, dass ihr wundert sich. Oh, hat mit einer Mucke im Reifen. Nein, keine Mucke gewesen. Okay, jetzt muss ich auch Safran lösen und dann mit Eiswürfel oder heißem Wasser. Ich versuche mit Eiswürfel. Ja, weil Safran feucht ist, gebe ich ein bisschen Zucker rein und versuche das Pulver zu machen. Und mit Hilfe Zucker wird ganz einfach zu Pulver. Jetzt brauche ich eine drückende Schüssel, genau. Hier kippe ich rein. Und die Eiswürfel drauf. Und jetzt gebe ich Schule, kochen, waschen, bis dem Safran gelöst wird. Jetzt eine Pfanne ohne Öl versuche ich es zu erhitzen und meine Kufta eine nach dem anderen einfach hier und braten. Beide Seiten und muss nicht so viel, nur ein bisschen beide Seiten braun wird und vielleicht durch ist und dann gebe ich in der Soße darauf und eine halbe Stunde lasse ich zum Kochen kommt. Braucht man nicht Öl oder Butter extra geben. Ich lasse mit dem Fett von dem Hackfleisch einfach die Hackfleisch durch wird und das ist gut. Dann habt ihr nicht zusätzliche Fett und fettige Soße und so weiter. Ja, also das ist wunderbar. Jetzt schon Hackfleisch durch und sehr gut. Jetzt lasse ich die Soße auf dem Herd, da ein bisschen zum Kochen kommt. Und dann gebe ich die Hackbällchen rein und lasse ich 30 Minuten einfach zum weiteren Kochen. Safran ist schon gelöst und kippe ich auch in der Soße rein. Gleich duftet der ganze Raum. Wunderbar. Jetzt kann ich dir anfangen, die Hackfleisch reintun. Ihr könnt nicht wissen, wie duftet die ganze Küche jetzt nach Limetten, Safran und ja, genau, die Soße muss kräftig werden, dadurch lasse ich an wenige Stufe und mit Deckel und lasse ich da 30 Minuten einfach kochen weiter. Also die Soße noch kocht, habe ich ein, zwei Möhren in Scheiben gemacht und reingetan, so. Oder so, genau. Die ist zu viel, habe ich nicht reingetan. Und jetzt, 5 Minuten vor dem fertig zu machen und anrichten, gebe ich die Aprikosen rein. Gibt gute Geschmack in der Soße und ein bisschen hatte man mit Kufta. Jetzt komme ich zu meiner Reisvorbereitung, heißt Kadu Halwai Polo. Kürbis mit Reis. Kommt aus Mazandaran, sehr schöne Teil von Iran, im Norden von Iran und am Kaspischen Meer. Kadu Polo ist sehr, sehr lecker und passt, ich glaube, mit meiner Kufta Hulu. Brauche ich eine Kürbis. Ich habe Butterkürbis ausgesucht, weil es viel lecker und einfacher. Muss ich schälen und in kleine Würfel machen.
geröstete Zwiebeln, die ich vorbereitet habe und habe ich in anderen Filmen gezeigt, wie man macht. Brauche ich Safran, Rosinen und Zimt. Natürlich Reis, die ich pro Person mit einem Becher gezählt habe und dreimal gewaschen und in der Nacht in Wasser hingestellt. Jetzt habe ich meine Kürbis in kleine Würfel gemacht, geschält. Das geht bei Butterkürbis ganz einfach mit Schälmesser. Und dann habe ich in kleine Würfel gemacht. Ein paar Scheiben habe ich so behalten, die ich mache als Teig unter meinen Topf. Und jetzt in eine Pfanne mit etwas Öl, die von gerösteten Zwiebeln geblieben ist, und habe ich hier auch von diesem Öl rein. Und jetzt gebe ich meine Kürbis rein und ganz kurz anbraten. Also wir brauchen nicht sehr lange anbraten, nur ganz kurz reicht. Und hier gebe ich auch ein bisschen Zimt rein. Zimt und Kürbis, das ist voreinander geschafft. Wunderbar. Normalerweise kann man hier Zucker reingeben, aber ein bisschen süßlicher machen. Aber weil ich mit Kofte Hulu esse und das ist süß, brauche ich nicht hier süß machen. Das reicht so. Hälfte von meiner Zwiebel kommt hier rein. Und Hälfte gebe ich später überreiz. Und jetzt ein bisschen Rosinen gebe ich rein. Hälfte von Rosinen. Das ist Menge, gehorcht euch. Und wie viel ihr möchtet, könnt ihr rein tun. Ich habe so ungefähr 50 Gramm. Und Wasser zu sieden gekommen und habe ich den Reis reingekippt und jetzt warte ich ab. Und danach kommt durch Sieb und dann mixe ich mit meiner Kürbispfanne mit Rosinen und so weiter. Das reicht, gebe ich durch Sieb. Also jetzt habe ich unter Topf meine Scheibe Kürbis verteilt, bisschen Petersilien und da kommt so schon ein Muster, wenn man Petersilien reintun. Und jetzt erst ein scharfer Reis hier. Gut. Und etwas von dem hier mixe ich in dem für meine Pfanne in den Reis rein. Vielleicht ist es zu viel, weil ich habe weniger Reis gekocht. Und mal sehen. Mixe ich zusammen richtig. Ja, das ist ein bisschen mehr, kann ich auch rein tun. Ja. Genau, das reicht. Okay, und jetzt gebe ich weiter in den Topf rein, mixe ich richtig. Brauche ich hier zusätzlich nichts tun, einfach so wie es ist und einfach in den Topf rein. Ja. Also hier brauche ich nicht zusätzlich Butter oder Öl geben, weil war in der Pfanne genug Öl. Und von dem Kürbis. Und jetzt gibt auch der Herd in wenige Stufe erst und dann mit höherer Stufe wird 30 Minuten gegart. Also das war unsere Kombination zwei Gerichte heute. Eine Kofte Hulu Shirazi aus Süd und eine Kadu Halwai Polo aus Norden. Sehr gute Kombination und passen sehr gut zusammen. Ich hoffe, das hat euch gut gefallen und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute und Liebe. Bitte versucht ihr meine Seite zu unterstützen und abonnieren meine Seite
und dass ich weiter Filme machen kann. Bis nächstes Mal, eure Reza.